wie ölverschmiert der ist. Ist unglaublich. Ist unglaublich. Hallo Leute, wir planen ja bald mal wieder eine 35mm Nacht. Und bislang sah ich noch keinen Anlass, mir den Projektor mal genauer anzuschauen. Ich war schon früher in diesem Kino und nach der kleinen Reise kehrte ich nach etwas mehr als 11 Jahren, vor anderthalb Jahren zurück. Durch den Lockdown dürfen wir ja nun fast ein Jahr lang wieder Filme zeigen. Aber mich traf heute Abend echt der Schlag, als ich mir den Projektor und den vermutlich noch vorhandenen letzten Filmstreifen genauer anschaue. Sowas hätte es bei uns früher nicht gegeben. Ja. Mir liegt es wirklich fern, andere vorzuführen, außer Filme. Und es soll auch nur als schlechtes Beispiel zeigen, warum unter anderem die Digitalisierung vorangetrieben wurde. Mit solch schlecht gewarteten und gepflegten Projektoren kann man keine sauber und den Gästewünschen entsprechende Vorstellungen fahren. Ganz zu schweigen von den Filmkopien, die hierunter leiden, und man sich über Schmutzpartikel und Laufstreifenbildern auch nicht mehr wundern darf. Na, das nachfolgende Video. Viel Spaß. So, ich habe mich jetzt gerade mal an unsere schöne, unsere wunderschöne Bauer begeben. Wir planen jetzt demnächst 35mm zu spielen. Und ich wurde zwar schon vorgewarnt, aber ich lasse einfach nur Bilder wirken. So, das ist die Vorprogrammspule, wie sie es letztes Mal durchlief. Die war auf Ende, also durchgelaufen und weggelegt. Ich hoffe, das kann man hier so einfangen. Ölverschmiert der ist. Ist unglaublich. Ist unglaublich. Ich dachte eben so, ja, probier's mal aus, guck's mal. Läuft alles. Wie ölverschmiert der Film ist. Okay. Die Rolle war hier oben. Wenn ich sie da dran lasse, hier läuft der Film rum, bevor eine Projektor geht. Was passiert denn? Der haut hier mit der Kante pro Umdrehung immer eine schöne Kerbe seitlich in den Film. Und dann wundert man sich, wenn der Film reißt, wenn man eine alte Zelluloid-Kopie. Guck mal, wie dreckig der ist. Wenn man einen Celluloid-Film spielt. Das ist die gleiche Rolle, wie man sie hier in der Einstiegeinheit hat. Da haben wir noch einen in Ersatz. Ich habe auch noch irgendwo eine neu liegen. Also irgendwo liegt auch noch eine Kiste im Keller mit Rollen, die sie über die Jahre gesammelt haben. Also für mich der Abend gerade gelaufen. Das so verkeimt, so dreckig zurücklassen kann. Und hier drin ist nie sauber, ist klar. Aber schaut euch hier oben an. Genau ist es da. Ist auch schwergängig. Muss man also erstmal rausnehmen, reinigen, einen sauberen Tropfen Öl wieder rein. Hier unten drin. Maschinenpflege ist für manche wirklich ein Fremdwort. Na, wie die Sau vom Drogen, was er schön sagt.
dann wird mich noch was erwarten. Ciao.